Nee, Natururin schon wieder dran. Ich hab schon wieder Fanpost. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh, Scheiße, jetzt ist da was kaputt gegangen. Das ist rausgespritzt. Oh, das ist flüssig. Ah, Scheiße. Nee, endlich wieder Bier aus diesem verschmierten, beschissenen Dreckspaket trinken. Geprost. Und hier nach dem Verzehr dieser beiden Dosen wollen wir ordentlich Bierpower sehen. Beste Grüße aus Köln. Vielen Dank. Ich werde später Bierpower machen. aber hier, guck mal, jetzt kann ich hier dieses Bier trinken, was ich zerstochen habe aus Versehen. Ich werde erstmal das Zerstochene rausholen, bevor das noch weiter ausläuft. Oh. Ah, hier ist dieses. Ah, hier ist dieser Scheißloch drin. Oh, das läuft die ganze Zeit aus. Scheiße. Jetzt habe ich das Bier aufgestochen gehabt. Aber jetzt ist hier alles nass und klebrig und sowas. Das gefällt mir nicht. Aber vielen Dank. Hier Frühkölsch oder wie das heißt. Vielen Dank. Und hier Reisdorf-Kölsch. Ich glaube, ich habe beides noch nie probiert gehabt. Freut mich. Da kann ich jetzt Bier trinkend Fanpost aufmachen. Geprost. Ja. Finde ich, schmeckt gar nicht so schlecht. Kann ich auf jeden Fall voll cool trinken. Finde ich lecker. Finde ich eigentlich sogar ziemlich lecker. Aber Wickhühler ist bleibt trotzdem mein Lieblingsbier. Ach ja, stimmt. Hier bei Z Thema Zellerbier. Das war ja früher sonst immer mein Lieblingsgenussbier gewesen. Und keine Ahnung warum, aber irgendwie haben sich meine Geschmacksnerven so langsam verändert, so dass ich jetzt Wickhühler als absolutes Lieblingsbier ansehe, sowohl Saufbier als auch Genussbier. Deswegen mit diesem Bier hier, dieser Frühkölsch oder wie das heißt, hat man mir auch eine große Freude zubereitet, weil das schmeckt voll cool und lecker und überdurchschnittlich gut. Gefällt mir. Aber kommt nicht an Wickhühler heran, von meinen Geschmacksnerven aus. So, jetzt das ausgelaufene Bier. Hier, diese ganzen Bierinnereien sauber machen, trocknen. Diese Bierausscheidung wegmachen.
Und ach ja, viele Grüße an F und T L. Schon wieder ein Zettel. Fanpost. Hi Natururin. Für deine nächste Bierdeckel Schießstand Schalienge. Viel Spaß damit und Gruß aus Hannover. Vom Alex. Vielen Dank. Aber oh Scheiße, ich habe jetzt gerade kein Bier hier, also kein Flaschenbier, sondern hier nur dieses Dosenbier. Und hier, guck mal. Hier. Und ich weiß nicht, ob ich hier überall, ob ich hier irgendwo Bierdeckel habe, um das auszuprobieren. Ich glaube, ich werde mich mal eben kurz auf die Suche begeben, ob ich irgendwo einen versteckten Bierdeckel finde, das irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel hinter meinem Bett oder so liegt oder in irgendeiner Ritze oder so. Ich glaube, das mache ich mal, damit ich das ausprobieren kann, falls ich einen Bierdeckel finden sollte. Ich habe Bierdeckel gefunden. Der lag irgendwie unter meinem Tisch irgendwie rum. Das heißt, ich kann den hier testen, ob der stärker schießt, als wenn ich das hier mit Händekraft mache. Da bin ich mal gespannt drauf. Weiß ich noch nicht. Ich mach das doch mal hier mit, bloß Bierdeckel andersrum. Vielen Dank für die Bierdeckel-Weitschießen-Pistole. Aber meine Hände haben noch mehr Power als diese Pistole. Ich habe Bierdecke geschossen. Ich mache das noch mal in einer anderen Perspektive. Na, ich glaube, draußen kann man das besser sehen. Wie zum Beispiel in diesem kurzen Videoausschnitt. Da kann man sehen, dass ich viel Power habe mit Bierdeckel weit schießen. Mit Hand. vielen Dank, Alex G., für das Paket. Im nächsten Fanpaket, was ich bereits schon im Voraus, was drin ist, aufgrund einer Mitbestellung über Amazon Wunschliste. Vielen Dank, Rob. Meine Isomatte.
Ja, vielen Dank. Die Diese Isomatte hier vorne, das ist eine Ultraleicht-Isomatte. Hier dieser Therm-RSZ-Light oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht mehr, wie schwer die war. Ja, hier 410 Gramm steht drauf. Könnt ihr das sehen? Ja, 410 Gramm. So eine richtige Ultralight-Isomatte. Ich werde mich erstmal drauflegen. Vorher, ich kann diese Isomatte. Und zwar morgen habe ich ein Vorhaben. Ich will wieder draußen pennen. Und da kann ich diese Isomatte zum ersten Mal so richtig benutzen. Weil, wenn ihr, wie einige von euch wissen, hatte ich ja davor so eine, wie heißt denn das Ding? Das packe ich mal eben aus. Das ist mein Schrank. Und zwar, ich hatte diese Isomatte hier gehabt. Und da ist so ein kleiner Loch drin. Das ist so eine aufblasbare Isomatte. Die hatte zwar viel Komfort, aber voll das Scheißgewicht. Irgendwie, das ist dreimal schwerer als das hier. Ich glaube 1,5 Kilo oder so. Und das war immer voll scheiße, das mitzuschleppen jedes Mal. Auf meinen dreckigen Wandertouren und sowas. Zwar hat das einen ganz guten Komfort gehabt. Aber da ist jetzt ein kleiner Loch drin, so dass nach der halben Nacht die Luft draußen ist, so dass ich dann auf dem Boden liege. Und deswegen hatte ich in meiner Amazon-Wunschliste genau diese Matte hier drin gehabt, damit erstens ich weniger Gewicht zum Schleppen habe auf meine hier, wie heißt das nochmal, wenn ich wieder mehr täglich wandern gehe. Mit ganz viel Kilometer und sowas, dass das weniger Kraft kostet. Und damit das nicht so schnell passiert, dass hier diese Isomatte kaputt geht, dass da irgendwie Luft rausgeht, weil das so eine Schaumstoff-Isomatte ist. Ich werde mich einmal zum Test mal drauflegen. So, hier, ich bin so ein Bauchschläfer oder wie sich das nennt. Wir müssen prüfen. Manchmal liege ich auch an der Seite. Ja, diese Isomatte ist ein bisschen härter als meine alte Isomatte. Diese aufblasbare, die hat auf jeden Fall viel weniger Komfort. Und natürlich, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich werde das trotzdem hier morgen testen, diese Isomatte. Bei dieser Kälte und so weiter. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt hier noch meinen dreckigen Schlafsack hier drüber, hier drauf lege, dann kann man doch, glaube ich, voll cool schlafen. Auf jeden Fall viel besser als so ein komplett harter Boden. Also es ist ein bisschen hart, finde ich, dieser Schaumstoff, aber. Aber ich denke mal, dass ich damit schon auf jeden Fall gut Freude bekommen werde. Aber ich werde das erstmal richtig in Praxis so richtig benutzen. Aufgrund der Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung von dieser Isomatte, diese Thermarest-Isomatte, und weil diese Isomatte preislich auch nicht ganz ohne ist, werde ich auf dich, Rob, ein Bier trinken.
Ich lese erstmal das hier vor. Hallo Natururin, weil das mit deiner Amazon-Wunschliste und dem Versand nicht geklappt hat, schicke ich dir auf diesem Wege das Geschenk zu. Hab viel Spaß damit und ich freue mich schon auf deine neuen Videos mit Übernachtungen. Guido, Beer Power. vielen Dank, Guido B., für dein Fanpaket. Ich werde mir das mal angucken, was da drin ist. Eieieiei. Hier noch eine, wie heißt das nochmal? Isomatte. Vielen Dank dafür. Von Vorklar. Vorklatz oder wie das heißt. Decathlon. Jetzt habe ich zwei Isomatten. Wobei ich eigentlich nur eine davon brauche. Aber die hier ist leichter mit 380 Gramm. Steht hier drauf. Freut mich sehr, aber ich muss das trotzdem jetzt einmal entscheiden, welche von den beiden ich nehme. Oder obwohl ich nehme beide. Vielleicht kann man das anders verwerten. Aber ich denke mal, für die Sommerzeit würde eine reichen. Aber ich dachte mir jetzt, aber ich kann mir jetzt gerade gut vorstellen, dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel morgen, wenn es nachts viel kälter wird als in der Sommerzeit, dass ich einfach beide mitnehme und die dann einfach zum Schutz, damit ich vom Boden aus nicht frieren tue. Ich glaube, ich probiere es mal gleich aus, hier auf beiden von denen hier drauf zu liegen. Dann das mal prüfen. Oh ja, so finde ich das echt gut. Wenn zwei Isomatten übereinander gelegt sind, dann ist das auf jeden Fall schön weich zu liegen. Da hat man auf jeden Fall viel mehr Komfort. Auch besonders in der Winterzeit, das war viel stärker von Kälte geschützt ist, von diesem kalten Boden und so weiter, wenn man ja zwei darunter liegt. Ich wollte mit einem Kollegen unter der Brücke pennen und dann werde ich beide Isomatten mitnehmen, damit ich dort so pennen kann. Genauso mache ich das, glaube ich. Guido B., vielen Dank für dein Paket. Ich habe mich sehr gefreut. So, jetzt hier, letzter Paket von Ralf T. Oh, scheiße. Jetzt ist dieser Paket runtergefallen. da steht drauf. Viel Spaß damit. Gruß Ralf. Viele Grüße zurück. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was drin ist. Wichstücher. Hier ist ja gar nichts drin. Und wisst ihr, warum da hier jetzt gar nichts mehr drin ist, außer diese Wichspapiere? Weil das einzige Paket ist, was ich schon bereits im Voraus geöffnet hatte. Und zwar, das liegt daran, weil ich bereits schon im Voraus wusste, was da drin sein könnte.
Und bei der letzten Übernachtung im Freien ich das auf jeden Fall mitnehmen wollte. Und deswegen das schon im Voraus ausgepackt habe. Und zwar, es handelt sich hier um diese Box hier. Vielen, vielen Dank, Ralf T., für das Versenden dieser Box. Und das hat auf jeden Fall den Abend in der letzten Übernachtung im Wald, also im Waldcamp mit Marvin. Wobei Marvin hatte auch seine Box dabei gehabt, aber wir hatten beide dann verwendet gehabt. Auf jeden Fall hat das uns den Abend verschönert mit dieser Box hier. Weil meine alte Mini-Box die ich ja von Wish geholt hatte, die ist ja kaputt gegangen. Deswegen habe ich ja keine mehr gehabt. Und die ist zwar gebraucht, aber trotzdem, die funktioniert ganz gut. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass hier so ein Rasierschaum und Deo-Geruch aus der Box rauskommt. Ich weiß gar nicht, woher. Kannst du mir erklären, wie das zustande kommt? Aber trotzdem, ich freue mich trotzdem das und das benutze ich ab jetzt auch immer wieder. Ich bin auch vom Klang her und auch von der Lautstärke und wie lange das vom Akku her hält, ziemlich zufrieden. Das Einzige, was mich halt an dieser Box gestört hatte, war, dass der hier keine Dings hier, was hier ein JBL hat, diese Schlaufen, damit ich hier diesen Band hier dran machen kann. Und deswegen habe ich hier einfach, was ja nicht schlimm ist, und deswegen habe ich einfach eine Lösung gemacht und hier diese Kabelbinder hier dran gemacht, damit ich diesen Schlaufen hier dran montieren kann. Und diese Box werde ich dann morgen, wenn wir dann unter der Brücke pennen werden, den werde ich dann auch benutzen. Zumindest falls dieser Vorhaben tatsächlich in Erfüllung gehen sollte, dass wir unter der Brücke pennen. Ja, nochmal vielen Dank, Ralf T., für das Mitversenden deiner alten Box. So, ich habe jetzt diese beiden Biere ausgetrunken und ich muss sagen, die haben mir ganz gut gefallen. Und ich finde, die schmecken ziemlich ähnlich, aber ich finde, dass mir hier im Gegensatz zu Frühkölsch der Reisdorfkölsch ein kleines bisschen mehr zugesagt hat. Und darauf, auf diese Biere, gehe ich jetzt raus und werde jetzt Bierpower machen darauf. Ui, ich habe ein Bierpower-Metall-Gnubbel gefunden. Bierpower. Ich habe Bierpower gemacht. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Vielen Dank für die Fanpost. Meine Fanpost, also Packstation-Adresse für Fanpakete, ist unten in der verdreckten Videobeschreibung drin. Ich freue mich auf die nächste Fanpost, auf die nächsten Fanpakete, die ich dann genauso öffnen kann. Habe mich gefreut. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin.